Mein Name ist Joachim Fontaine. Das Konzertpublikum kennt mich wahrscheinlich am ehesten als Dirigent von Chören, von Orchestern, aber auch als Organist. Warum ich mich an Sie wende, auf diesem Wege, hat aber einen ganz anderen Grund. Es ist ein Herzensanliegen. Es war 1989-90, dass ich ein Stipendium hatte, um in Oxford zu studieren. Von Oxford ging es auch öfters nach London und dort gab es einen kleinen Record Shop, einen kleinen Schallplattenladen, Caruso & Company. Im Keller dieses Ladens war ein grau gekleidetes Männchen aktiv, der Schellackplatten verkauft hat. Und ein Drittel dieser Schellackplatten war aufgenommen von einem Instrument, das sich Kinoorgel nennt. Diese Aufnahmen haben mich schlichtweg elektrisiert. So etwas hatte ich noch nicht gehört. Ich war dann Jahr aus Jahr ein bemüht, ein solches Instrument nach Deutschland zu bekommen und insbesondere ins Saarland. Und erst vor kurzem ist es mir gelungen, auch dank Freunden wie Donald McKenzie. Donald McKenzie ist einer der berühmtesten Cinema-Organists in England. Er spielt am Odeon Cinema mitten in London am Leicester Square und er ist in St. Louis in meiner Kirche zu Gast, eigentlich jedes Silvester. Er hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ein solches Instrument zu haben ist. Nicht gerade um die Ecke, sondern in Nordschottland in Aberdeen. Und nachdem ich zwei Museen sozusagen rechts überholt hatte, die auch hinterher waren, ist es mir gelungen, dieses sehr, sehr seltene Instrument nach Deutschland bzw. ins Saarland zu bringen. Jedenfalls, das Instrument ist jetzt hier und wartet darauf, wieder gespielt zu werden. Mein Ziel ist, dass dieses Instrument nicht weggesperrt wird ins Museum. Diese Instrumente sind in Deutschland sicherlich seltener als Silbermann-Orgeln und die wenigen, die es gibt, sind leider, wie gesagt, öffentlich nicht zugänglich. Nein, dieses Instrument soll öffentlich zugänglich sein. Die Musik klingt anders. Sie ist mitreißend. Der Sound dieser Instrumente ist ein Sound, der nicht obertönig an die Welt von Bach erinnert. Nein, es klingt eher nach Jazzorchester. Und auch deshalb, weil diese Instrumente eine sogenannte Toy-Corner haben. Drumset, Trommel, Xylophon, Autohupen. Denn eine der Aufgaben dieser Orgeln war natürlich auch die Begleitung von Stummfilmen. Nach ihrer Odyssee von Nordschottland, von Aberdeen über England, Holland, Belgien und schließlich bis hier ins Saarland, lagert das Instrument derzeit. Es ist zerlegt, sorgfältig in Kisten verpackt, sodass das Pfeifenwerk sich nicht verbiegen kann. Auch der Spieltisch ist komplett eingenagelt in eine große Holzkiste, sodass dem Instrument ohne weiteres nichts passieren kann. Aber es muss, bis wir soweit sind, dass wir die Finanzierung stemmen können, auch gelagert werden. Auch hier ist Hilfe notwendig. Das Instrument, das hierher gekommen ist, ist ein mittelgroßes Instrument mit drei Manualen auf bis zu 108 verschiedene Klangfarben. Vom Platz her braucht es sehr wenig. Diese Kinoorgeln waren ganz anders gedacht als Kirchenorgeln etwa. Das Pfeifenwerk, das die Repräsentanz, die Schönheit einer Kirchenorgel ausmacht, ist bei einer Kinoorgel versteckt. Umso prächtiger der Spieltisch. Die Firma Compton war die wichtigste britische Firma. Unser Instrument ist von dieser Firma erbaut. Es stammt aus den 30er Jahren, also aus einer Zeit, die schon den Übergang brachte zum Tonfilm. Meine Wunschvorstellung wäre, wie gesagt, dass dieses Instrument, das so selten ist, wieder zum Leben kommt. Dass es nicht weggesperrt wird, dass wir eine Community bilden, die diese Art Musik, die sehr spannend ist, die von Jazz über Oper bis hin zur Filmbegleitung reicht, wieder lebendig werden lässt. Es ist eigentlich das ideale Instrument für die Industriekultur in der Saarregion. Allerdings bleiben die Aufgaben. Das Finanzierungsmodell muss erstellt werden, die Finanzen müssen akquiriert werden. Wir brauchen dafür viele Helfer und wir brauchen natürlich auch die Fachleute aus England, die zusammen mit hiesigen Orgelbauern sich um dieses Instrument kümmern. Wenn Sie helfen würden, wenn Sie neugierig geworden sind, dann bleiben Sie doch bitte in Kontakt.